Wenn ihr die Freude nicht verliert, weil wenn ihr nicht mehr lacht, Leute, ist das Leben wie der Tod. Wirklich jetzt, ihr müsst, egal in welcher Scheiße ihr sitzt. Was würdest du tun, wenn die Eltern deines Partners dich nicht mögen würden? Das Problem ist, man kann dieses Wort nicht umschreiben. Würdest du einen Partner zurücknehmen, wenn er dich betrog? Wofür warst du am dankbarsten? Wir sind in Folge 50, mir ist es gerade erst aufgefallen. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem Video auf diesem Kanal. Ja, ihr seht es schon, wir haben ja letzte Folge hier daran weitergebaut. Ich bin da kurz einmal hochgeklettert, wundert euch nicht, deswegen ist das da jetzt und ich habe hier drei Blöcke hinten gesetzt. Es tut mir leid, Leute. Aber heute wird abgebaut, geplant, heute ist wieder pure Baufolge, also ich hoffe, ihr enjoyt es. Leute, das Ding ist, ich habe ja schon mal, ich glaube am Anfang des Let's Plays gefragt, ob ihr eher so Cola-Trinker seid oder eher Wassertrinker oder ne? Die nicht so gesunden Freunde, ihr Säufer. Nee, aber das Ding ist, ich habe gerade wieder Cola neben mir stehen und eigentlich bin ich purer Wassertrinker. Und ich merke schon wieder, wie die Cola reinkickt, Alter. Und ich gefühlt mich bewegen will wie ein Tier. Geht halt nicht, will ich auch nicht, Alter. Ich will hier zocken, ey. Zocken, zocken. Das Ding ist ja, hier habe ich vor, im Prinzip. Ganz easy gesagt, das ist ja hier der obere Abschnitt, heißt hier kommt dann der nächste Abschnitt hin. Hier den Berg abzureißen, aber das da oben und den Berg halt zu lassen, nur dieses kleine Abteil hier. Und dann kommt hier ein Haus hin oder irgendwas, irgendein Haus kommt hier glaube ich hin auf jeden Fall. Dann will ich das vielleicht hier rumziehen und dort beginnt ja dann schon das neue Abteil. Deswegen ist halt komplett easy. Und Mann, Wuffi, es ist doch gut. Und ja, dann sind wir sogar bald so weit. Also ich wollte, Mann, wenn Wuffi zu laut ist in der Aufnahme, dann weine ich einfach. Ich will eigentlich, sobald ich spätestens hier angekommen bin, circa, Mann, tut mir leid. Also sobald ich spätestens hier angekommen bin, also mit dem Abteil hier angekommen bin, möchte ich diesen kompletten Berg hier eigentlich einmal ein bisschen runtersetzen, weil guck mal, das ist so eine Kackbaufläche. Hier kannst du nicht bauen, das kannst du nur runtersetzen. Und dann sind wir nämlich auf der Ebene, auf Höhe 84 war das, glaube ich. Heißt drei Blöcke hier drunter. Auf der Ebene, wo wir auch bleiben. Ihr seht das ja dann alles. Ich habe jetzt hier einmal alle Bäume abgerissen. Und ja, wir müssen genau den Teil hier, ihr seht das jetzt auch an den Markierungen, genau den Teil müssen wir abreißen. Was ist dein Lieblingsfilm aller Zeiten? Was ist das denn für ein Satz, Alter? Was ist dein Lieblingsfilm aller Zeiten und warum? Mein allerliebster Lieblingsfilm, wenn ich mich jetzt so pauschal entscheiden müsste, ist definitiv Interstellar. Also ich weiß nicht, ob ihr Interstellar kennt. Falls nicht, gebt auf Netflix Interstellar ein, guckt euch Interstellar an. Interstellar ist ein Science-Fiction-Film, der spielt in einer negativen Zukunft. Und dieser Science-Fiction-Film geht halt darum, dass die Welt am Untergehen ist, dass die Menschheit ausstirbt, weil sie keine Rohstoffe mehr anbauen können und die Rohstoffe auch nicht mehr wachsen und dann ein schwarzes Loch durch Gravitation hervorgerufen wird. Und das Problem ist, dass das schwarze Loch in ein anderes Sonnensystem führt. Alter, das hat jetzt aber lange gedauert. In ein anderes Sonnensystem führt. Und in diesem anderen Sonnensystem verläuft die Zeit an bestimmten Planeten oder auf bestimmten Planeten schneller als auf der Erde. Und deswegen waren die zum Beispiel eine Stunde lang auf einem Planeten und da sind dann 8 Jahre in Echtzeit vergangen. Und es ist echt spannend und dramatisch zugleich so. Da passiert jede Menge, Alter. Das ist echt ein heftiger Film. Ich kann ihn nur empfehlen. Also wenn ihr wirklich mal einen Film angucken wollt, der spannend ist, der, wo ihr am Ende gefühlt in eurem, weiß ich nicht, Bett steht, auf eurer Couch steht, gefühlt ausrasten könntet, dann gönnt euch wirklich den Film, vor allem das Ende, wenn ihr da aufmerksam zuguckt, vor allem das Ende ist einfach mit das heftigste Filmende, was ich jemals in irgendeinem Film gesehen habe. Inception, genauso steht, glaube ich, auch immer fast ganz oben beide Filme von den Filmlisten her, der besten Filme, die es so jemals gab. Und das sind auch meine persönlichen Favoriten. Also Inception ist auch ein Film, was auch dann empfehlenswert ist, vor allem wenn ihr, keine Ahnung, kleine Geschwister habt oder so, die unbedingt mitgucken wollen, könnt ihr Pixels gucken. Pixels oder Emoji. Emoji ist auch ein heftiger Film. Wirklich, es gibt unendlich viele heftig kranke Filme, die ihr mal angucken müsst. Ich bin da schon relativ weit, weil ich früher, heute gar nicht mehr so, weil ich heute abends eigentlich mit Schneiden oder Malen beschäftigt bin. Aber früher habe ich jeden Abend einen Film geguckt und dann könnt ihr euch vorstellen, wie sich das auf Dauer hingezogen hat. Und dass ich gefühlt Filme auch 3-4 Mal geguckt habe und gefühlt sonst wie viele Filme kenne. Ei. Würdest du einen Partner zurücknehmen, wenn er dich betrogen hat? Boah. Das ist eine heftige Frage. Also, die Frage ist natürlich immer,
wie die Umstände sind. Also betrügen kommt drauf an, mit wem, kommt drauf an, in welcher Situation wir gerade waren. Hatten wir Streit, hatten wir keinen Streit, war eigentlich alles in Ordnung. Wie lange hat er mich betrogen? Ist es öfter oder wirklich das eine Mal gewesen? Bla bla bla, das ist immer, ich finde so eine Sachen sind so situationsabhängig, da können die kleinsten Details so viel verändern. Wie lange war man schon mit der Person zusammen? Aber wenn ich jetzt meine Freundin, was echt, also ich hoffe unwahrscheinlich ist, aber ich gehe einfach davon aus, dass es niemals passieren wird und hoffentlich auch niemals passieren wird. Ich weiß nicht, ich glaube, es kommt halt wirklich so sehr auf die Situation an. Guck mal, wenn es jetzt in einem Moment wäre, wo wir uns gestritten haben und seit 8 Tagen nicht mehr geschrieben haben und es dann auch nur so kurzmäßig Ablenkung oder so war, wisst ihr, so auf Ablenkungsbasis, dass sie einfach mal eine Ablenkung brauchte oder sowas, würde ich es, glaube ich, noch verzeihen, wenn sie es mir auch so begründet natürlich. Aber wenn es so auf Basis ist, so mäßig, yo, ich wollte den Typen einfach schon die ganze Zeit und hab's dir nicht gesagt und jetzt habe ich halt die Chance direkt genutzt, dann wäre es natürlich schon wieder was ganz anderes. Nur sehr wahrscheinlich, egal was oder egal in welcher Situation, es ist egal, wie es passiert, ich würde mir immer wieder Tag für Tag vorstellen, würde sie mir fremdgehen, würde ich mir durchgehend vorstellen, wie dieser andere Typ, mit dem sie fremdgegangen ist, am Werk war, was die gemacht haben, ob halt, er hätte mir durchgehend so Vorwurf gemacht, ist er besser als ich, ist er nicht besser als ich. Egal wie es gekommen wäre, ich wäre definitiv, oder wie es kommen würde, oder was auch immer, ich weiß nicht, von welcher Zeitform wir hier ausgehen wollen, ich würde definitiv danach erstmal eine lange Auszeit brauchen und erstmal nachdenken wollen, Alter. Also da wäre echt, da müsste ich los. Ja, vor allem das Problem an diesem Fremdgehen-Ding ist halt auch einfach hauptsächlich, dass das Vertrauen dann auch, Digga, das Vertrauen ist dann aber für immer und ewig weg, so gefühlt, wisst ihr, was ich meine? Es ist so situationsabhängig. Ihr könnt gerne mal eure Meinung so unten reinschreiben. Also ich muss sagen, ich finde Fremdgehen, Betrügen, das Ekelhafteste. Also wenn du das machst, egal, also selbst wenn es ein richtig, richtig guter Kumpel von mir macht und der nicht irgendeine gute Begründung dafür liefert, sondern einfach nur sagt, ja, ich hatte da Bock drauf, der ist direkt für mich komplett gestorben. Also sowas, sowas macht man einfach nicht. Also wirklich jetzt, das ist der größte, ekelhafteste, widerlichste Move, den du irgendwie bringen kannst. Wirklich jetzt. So, ich würde es auch fühlen, wenn so die Freundin zu einem kommt und so sagt, ja, Schatz, ne, ich habe so ein bisschen Bock auf was anderes, so Dreier oder sowas, oder, wisst ihr, was ich meine? So, würde ich fühlen, so, wenn man jetzt, keine Ahnung, sonst wie lange zusammen ist und man einfach gefühlt nur noch das Gleiche macht und mal Abwechslung braucht, so, ist ja in vielen Beziehungen und so. Das würde ich auch vollkommen nachvollziehen können, irgendwo. Ob man dann das mitmacht oder nicht, ist einem die eigene Sache. Zu betrügen und der im anderen das nicht, oder dass der andere das nicht weiß und, nee. Leute, nee, macht sowas nicht, Alter, macht sowas einfach nicht. Egal, wie es passiert, die einzige Person, die dann noch zu euch hält, wenn sie korrekt ist, ist die, mit der ihr, ja, dann eure Partnerin oder euren Partner betrogen habt. Und das auch nur im besten Fall, weil meistens heißt es ja danach auch, fick dich, ne? Ich kenne das nur aus Filmen, möchte ich mal kurz anmerken. Keine Ahnung, wie es danach ist, aber ich denke mal, das ist danach eher fick dich. Das ist ja meistens dann nur so ein einmaliges Ding oder halt öfter, aber es ist auch scheißegal, egal wie, wann, warum. Einfach nur ekelhaft, macht sowas nicht, Alter. Lass sowas einfach. Was würdest du tun, wenn die Eltern deines Partners dich nicht mögen würden? Also, ich will nicht sagen, ich bin ein Liebling von den Eltern meiner Freundin, aber ich glaube, sie mögen mich schon. So im tiefsten Innern mögen sie mich. Ich würde nicht sagen, dass sie mich hassen. Hoffentlich. Nein, aber das Ding ist, ich glaube, klar, es wäre so kacke, wenn sie dann so verbieten würden, yo, du darfst nicht herkommen oder so. Nur, ich würde trotzdem so, keine Ahnung. Liebe, Leute, Liebe geht über alles hinaus. Über alles. Und wenn ich als Elternteil meinem Kind die Liebe verbiete, dann kann ich euch jetzt schon sagen, dass egal, also wenn ihr es tut, dann wird euer Kind ausreißen. Das Kind wird pure Scheiße machen, um die Liebe leben zu können. Und wenn ihr da nicht einfach mitgeht und das akzeptiert, wie es ist, dann wird das Kind euch richtig, richtig verarschen und das durchgehen, was auch komplett verständlich ist. Weil ihr müsst euch einmal vorstellen, Alter, ich tue hier gerade auf vatermäßig, Leute, ich bin kein Vater, keine Sorge, aber ihr müsst euch vorstellen, was wäre, wenn mein Kind, oder das würde ich meinen Eltern in dem Moment sagen, wenn sie mir jetzt verbieten würden, zu meiner Freundin zu fahren, weil sie nicht mögen, weil sie finden, das ist ein schlechter Umgang für mich, wenn ich mich an den Tisch setze und ihnen in die Augen gucken und ihnen sagen, was wäre, wenn eure Eltern euch früher auseinandergezogen hätten, wo ihr euch geliebt habt, nur weil sie gedacht haben, ihr hättet einen scheiß Umgang, wo wärt ihr heute? So, das würde ich sie dann fragen. Und dann könnten sie mir das erklären und vielleicht ordentlich begründen. Falls dann nur eine Kackantwort kommt, ich würde, glaube ich, die ganze Zeit so eskalieren. Ich würde nur noch gegen ihre Regeln arbeiten, in Anführungszeichen. Man kann es halt einfach nicht beschreiben. Man kann es einfach nur damit beschreiben, dass, wenn man eine Person
so doll mag, dass es Liebe ist, immer noch komisch das Wort irgendwie zu sagen, dann kann keine Macht dieser Welt dich irgendwie festhalten und dich irgendwie davon abbringen, dass du damit aufhörst. Liebe macht blind, Leute. Es ist einfach so. Meine Schwester war zum Beispiel auch mit ein paar sehr netten Menschen zusammen, die sie verarscht haben von vorne bis hinten. Meine Eltern haben auch von Anfang an gesagt, jo, das ist nicht gut, aber wir können es nicht ändern. Und dann hat sie die Erfahrungen halt selber gemacht. Und am Ende ist sie jetzt 23, ihr habt die Videos mit ihr gesehen. Ein bisschen aufgedrehtes Girl, muss man dazu sagen. Ein bisschen sehr komisch. Auch hat genau die gleiche komische Ader wie ich geerbt. Ich bin immer noch der Meinung, in den Videos merkt man nicht, dass ich eigentlich richtig komisch bin. Aber irgendwann kriegt ihr das schon mit. Dass ich ein richtig komischer Dude bin, Alter. Ich trage pinke Socken. Ich habe ein pinkes Kinderportemonnaie. In echt bin ich ein richtig komischer Dude, aber das merkt ihr nicht in den Aufnahmen, weil ich rede immer über ernste Themen und so, gebe so meine Meinung zu Sachen ab und deswegen kriegt ihr das gar nicht mit. Auch wenn ich eigentlich diese verrückte Ader richtig an mir mag und ich feiere die auch so. Ihr kriegt es halt einfach nicht mit, weil es hier in Minecraft nie diese Situation gibt, da gehört das jetzt hin oder so, wisst ihr, ich kann das nicht beschreiben, wie ich das gerade meine. Aber ja, ne? Und ja, wie gesagt, sie ist jetzt 23, bin ich der Meinung, vielleicht auch 24, keine Ahnung, wie alt sie ist. Und sie hat, jetzt ist sie wieder schwanger, bekommt ihr zweites Kind, verdient ordentlich Geld, hat einen Freund, hat schon ein Haus gebaut, was aber jetzt nicht mehr in ihrem Besitz ist, heißt ja eine Wohnung. Aber dafür, dass sie 3 Jahre lang verarscht worden ist und echt mal tief, richtig, richtig tief in der Scheiße hing, hat sie doch gut was aus sich gemacht, oder? Und Leute, soll ich euch mal was sagen? Das alles geht nur, wenn ihr den Spaß am Leben, wenn ihr die Freude nicht verliert, weil wenn ihr nicht mehr lacht, Leute, ist das Leben wie der Tod. Wirklich jetzt, ihr müsst, egal in welcher Scheiße ihr sitzt, egal wie kacke ihr euch fühlt, egal wie schlecht es euch gerade geht, glaubt mir, ein Lächeln, was ihr anderen zaubert oder was ihr selber auf dem Gesicht habt, das verändert die Welt. Und das ist einfach so. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herzen legen. Egal was, wie passiert, lächelt, bleibt dran, vergisst eure Freude nicht, vergisst den Spaß am Leben nicht. Versucht wirklich immer irgendwie was Positives zu sehen. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Wirklich jetzt. Boah, wieder richtig emotional hier geworden, Alter, du. Mir fällt gerade auf, lol, das ist gerade der pure Zufall. Ich habe es am Anfang der Folge gar nicht gesagt. Leute, wir sind in Folge 50. Mir ist es gerade erst aufgefallen. Leute, Folge 50. Wir haben Folge 50 erreicht. Ja. Ist cool, oder? Wollte ich nur nochmal erwähnen, deswegen wird das Video hier, was ihr gerade seht, wahrscheinlich auch ein bisschen länger gehen, schätze ich mal. Das ist gut, weil ich dachte mir gerade so, ja, dann mache ich das Video jetzt einfach länger, baue ich hier noch ein bisschen was ab und talk nebenbei mit euch ein bisschen, weil ich gerade richtig in diesem, ich bin gerade richtig in Redelaune. Und dann gucke ich so und denke mir, hä, wir sind, ist das Folge 50, Leute? Und ja, Es ist Folge 50. Leute, ich muss aber ganz kurz nochmal nach oben gehen. Hier seht, meine Pickaxe ist fast leer und ich habe jetzt hier unten nur noch die da und die ist auch fast leer. So, wir haben übrigens noch 3 Diamanten gehabt. Ich nehme jetzt einfach Efficiency 4 und es war so klar, dass das nur Efficiency 4 wird. So, aber dann theoretisch, ich glaube, es bringt einfach mehr, wenn wir jetzt einfach so machen. Dann ist die nämlich auch voll und dann haben wir Effizienz 5, Haltbarkeit 3 und Glück 3. Das passt doch, das ist doch wunderschön. Und das gleiche machen wir hier auch mal. Dann haben wir nämlich auch Efficiency 5, 4 drauf und Haltbarkeit 3. Das ist auch sehr gut. Wer ist die Person, mit der du über alles reden kannst? Boah. Also das Ding ist, es sind nicht mal meine Eltern oder meine Schwester oder so. Weil über die kann ich halt nicht jetzt, wenn ich mit YouTube ein Problem habe oder wenn ich eine Meinung brauche oder irgendwas, kann ich mit denen einfach nicht reden. Das geht nicht. Deswegen würde ich behaupten, auf jeden Fall einerseits meiner Freundin und auf anderen Seiten Kuss und Grüße gehen raus an Marie. Hallo Marie. Ja, Marie ist eine Internetfreundin von mir, die kenne ich jetzt schon ewig. Und der schicke ich dann auch immer zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Thumbnail mache und wenn ich sicher bin, ob ich es benutzen soll oder nicht, dann kann ich ihr direkt schreiben, yo, hier, ne, wie findest du das? Und wenn die mir einen Tipp gibt und sagt, yo, so und so würde ich das cooler finden, dann vertraue ich der das auch so an. Und an sich habe ich auch mit der schon immer über alles geredet, so. Kuss geht raus dafür, dass du immer da bist. Ja, das weißt du ja, aber würdest du aus Liebe in eine andere Stadt oder ein anderes Land umziehen? Also ich würde es definitiv machen. Ich würde jetzt nicht nach Uganda in den Dschungel ziehen, aber ich würde auf jeden Fall schon wegziehen. Solange ich weiß, dass meine Eltern immer oder meine Familie an sich immer eine Möglichkeit haben und wenn ich es ihnen stelle, eine Möglichkeit haben, zu mir zu kommen. Dann ja. Aber wenn es so ist, dass ich weiß, jo, meine Familie kann da einfach nicht hinkommen, weil es finanziell nicht geht, weil ich es ihnen nicht stellen kann oder weil sie es einfach nicht schaffen finanziell, dann nein. Aber wenn es möglich ist oder machbar ist, dass sie zu mir kommen können, dann definitiv doch. Weil ich meine, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, ich finde, Liebe ist immer eine gute Begründung für alles.
So, das Problem ist, man kann dieses Wort nicht umschreiben. Man kann sagen, es ist was, wo dein Herz schneller pocht. Man kann sagen, es ist was, wo dein Blut schneller fließt, wo dein Kopf schneller denkt, wo alles besser und schneller funktioniert in Notsituationen, wo alles eskaliert. Man kann sagen, was man will dazu. Wenn jemand verarscht wird von hinten bis vorne und es nicht mitbekommt, ist er verliebt. Also okay, jetzt nicht, wenn er von irgendwelchen Leuten verarscht wird, in die er nicht verliebt ist, aber wenn er von Leuten verarscht wird, in die er verliebt ist, dann ist es so. Wisst ihr, was ich meine? Das begründet vieles. Nicht alles, aber vieles. Das Problem ist, das klingt irgendwie ein bisschen komisch, weil ich sage begründen. Jetzt nicht irgendwelche Scheiße begründen, sondern halt einfach Dinge, die andere Menschen nicht verstehen, die du machst aus Liebe, die andere Menschen halt, wie gesagt, nicht verstehen, weil es einfach vielleicht in dem Moment für sie so verrückt erscheint, weil es so komisch erscheint, aber die für dich auf lange Zeit gesehen durch die Liebe einfach das Beste sind. Und deswegen kann man meiner Meinung nach Liebe oft als Begründung nehmen. Es ruckelt hier schon wieder stinkend, ne? Es tut mir so leid, Leute. Wofür warst du am dankbarsten? Das Ding ist, ich bin übelst viel dankbar, weil, keine Ahnung, ich finde, übelst viel ist halt einfach nicht selbstverständlich. Aber am allerdankbarsten. Ich würde wirklich sagen, kann auch sein, dass ich mich gerade in Situationen verschätze oder einfach gerade, was ich auf dem Schirm habe, wo ich wirklich so dankbar war, dass es nicht in Worte zu fassen war. Aber ich würde wirklich behaupten, dass es der frühere YouTube-Hype war, den ich hatte. Also früher, wo ich ja noch Bad Wars richtig gebracht habe und wo Bad Wars auch noch relativ im Hype war, da hatte ich ja einen Hype in Anführungszeichen, also immer mal 7.000, 8.000, 9.000 Klicks auf die Videos. Und da war ich wirklich richtig, richtig dankbar, weil mich das so gefreut hat, Alter. Ich bin so ein Mensch, ich liebe es, mir Kommentare durchzulesen. Ich liebe es auch, Diskussionen dann darüber anzufangen und vielleicht auch auf einen anderen Weg geführt zu werden. Ich habe aus dieser Zeit so viel mitgenommen, ich habe da so viel gelernt. Das ist unfassbar, wie viel man in so einer Phase, wo wirklich viele Leute einem zugucken und viele Leute eine Meinung sich über dein Content bilden und dir ihre Meinung sagen, wie viel du dazu lernst. Das ist unfassbar. Egal, ob es Kompetenzen sind, also Fähigkeiten, oder ob es jetzt für dein Content gut ist. Zum Beispiel war ich vorher, bevor ich in diesem Hype war, ich war null Kritik anpassungsfähig. Ich habe Kritik aufgenommen und dachte mir, ja, dich, Alter. Ich mache das so, wie ich es will und gut ist, obwohl manche Kritik, nicht alle, aber viel Kritik oder manche Kritik ist gut. Manches verbessert dich und das ist eben der Grund, warum man Kritik annehmen sollte. Und das wusste ich halt früher noch nicht, aber jetzt weiß ich es. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich Leuten, die mir Vorschläge machen, immer antworte und sage, jo, klar, können wir so machen oder können wir vielleicht nicht so machen oder das und deswegen geht es nicht oder, ne, also, ich finde Kritik ist super, super, solange es halt nicht heißt, ja, dein Let's Play ist scheiße, fick dich. Ja, das ist dann für mich keine Kritik. Aber ich denke mal, mittlerweile sollte jeder wissen. Und warum zur Hölle ruckelt es so? Ich werde irgendwann diesen kompletten PC so durch mein Zimmer schmeißen. Ich denke aber mittlerweile, wie gesagt, sollte es klar sein, vor allem auf YouTube, was Kreativität ist. Ich will nicht, dass es schon wieder so leckt und was Kritik ist und was keine Kritik ist. Ich denke, das haben schon genug Leute klar gemacht. Das brauche ich jetzt hier nicht nochmal erläutern. So, und da haben wir den nächsten Berg weggeschaufelt. Und guck mal, dafür, dass ich da nur weggeschaufelt habe außenrum. Theoretisch können wir das Stück, was da jetzt noch fliegt, können wir abreißen eigentlich. Und warum schwebt da exakt ein Block ganz oben? Warum ist da genau ein Block? Wow, den gehe ich nochmal abbauen, Alter. So, Leute, und dann haben wir jetzt sogar eine ganze Menge geschafft. Haben hier eine ganze Menge was weggebaut. Und so sieht das jetzt aus. Man kommt hier hoch, dann ist da, wie gesagt, die Erhöhung. Wo die Treppe hinkommt, weiß ich noch nicht. Weiß ich selber noch nicht. Dann kannst du hier hochgehen. Und hier, irgendwo, ich glaube, hier so circa wird dann das Haus sein. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich hier weiß, aber ne, also wirklich, ich habe da noch überhaupt gar keinen Plan von. Und später kannst du dann hier hochgehen. Ja, theoretisch müsste es dann nur noch ein Abteil geben. Wie gesagt, das hier, das runden wir alles komplett runter. Und dann haben wir es endlich geschafft mit dem Hafen oder mit diesen Abteilen, mit den kleinen. Und hier können wir alles auf eine Ebene bringen. Hier ebenfalls, hier wird es dann nur einmal runtergehen und da unten wird eine Ebene sein, wo wir dann Häuser bauen. So, und das ist unsere Ausbeute. Wir haben jetzt auf jeden Fall, ich habe hier übrigens zwischendurch hier auch was gebrannt. Wir haben jetzt auf jeden Fall, denke ich, genug Cobblestone für die nächste Zeit, hoffentlich. Weil ich habe ja in letzter Zeit immer mal wieder Cobblestone farmen müssen, weil wir nicht mehr genug haben. Aber jetzt habe ich genug und jetzt will ich euch nochmal was zeigen. Vielleicht hört man es hier auch schon ganz klein wenig. So, ja, und ihr merkt es wahrscheinlich auch, ich kann mal hier meine FPS oben links, sind hier eigentlich immer bei 180 circa. Jetzt sind wir bei 80, bei 40 und jetzt gehe ich mal hier runter. Ja, ich töte jetzt hier noch einmal gleich zum Abschluss der Folge. Vorher vermehre ich sie jetzt alle noch einmal.
dass wir hier auch genug an kleinen Hühnchen haben. Alter, was gibt das für Level? Guckt euch mal an. Alter, das ist einfach der Level-Kick. Also ich glaube, Essensprobleme sollten wir in Zukunft auf jeden Fall dann nicht mehr haben. Ich habe jetzt hier, ja, circa eine halbe Kiste an Hähnchen voll. So Leute, damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die große XXL-Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder bei Folge 51. Bis dann und ciao.